Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zum heutigen Video Pluetti Evolution. Denn ich habe eine neue Pluetti Powerstation bekommen, die mir schon weniger auf den Keks geht, während dauernd das Display ausgeht. Wollen wir gleich noch auf die Liste packen. Die EB3A, die habt ihr mit Sicherheit auf anderen Kanälen auch schon gesehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, so reines Vorstellungsvideo interessiert mich eigentlich selber gar nicht so. Und mich interessiert ja, was machen die denn heute anders, wie sie vor 2 Jahren gemacht haben. Das ist ja viel interessanter. Und deswegen habe ich die EB55 und die EB3A einfach mal nebeneinander gepackt. Ah, die geht beide aus, das mag ich nicht. So, und ihr seht, die sind relativ gleich groß. Was sind da jetzt die Unterschiede? Was sind denn die Weiterentwicklungen? Was ist denn das jetzt alles, was da passiert ist? Das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und ganz am Ende von dem Video hänge ich euch noch ran, wie ich mit der Handy-App, die Pluetti tatsächlich jetzt hat, mich mit dem Handy verbunden habe. Wer es wirklich braucht, kann sich tatsächlich mit dem Handy per Bluetooth mit der Powerstation verbinden. Jo. Fangen wir mal an mit der Kiste. Die Kiste ist wichtig. Die Kiste hat nämlich da einen Aufkleber drin. Keep this box. Denn ohne die Box können Sie im Garantiefall nichts umtauschen. Ja, Jungs, da werdet ihr mit der EU eher Probleme kriegen. Das wird eher nicht durchgehen. Ich meine, die Box ist jetzt nicht mega groß. Ich weise euch nur darauf hin. Ist ein chinesischer Hersteller. Wenn einer Platz hat, kann er die Box ja aufheben. Mir ist jetzt mit dem Ding nichts passiert, aber ich sag's heute euch einfach mal. Ja? Gut. Die Pluetti Power Oak EB3A und EB55, gleiche Abmessung, habe ich gesagt. Die EB55 hat 537 Wattstunden und die kleine hat nur 288 Wattstunden. Das ist jetzt nicht ganz die Hälfte, aber Und das hat unter anderem einen Grund. Bei der EB55 lag nämlich dieses Teil bei. Ein Netzteil. So. Und ich weiß, der Markt, der will das unbedingt, dass diese Netzteile nicht extra dabei liegen. Und ich persönlich, ich will es eigentlich, dass dieses Netzteil separat dabei liegt, damit ich es in den Schrank räumen kann, weil ich es nämlich nicht brauche, weil es eigentlich nur sinnlos Gewicht ist, was du durch die Gegend schleppst, was du ja im Outdoor-Camping-Survival-Fall eigentlich nicht willst. Da willst du ja Gewicht optimieren. Und ich brauche es eigentlich nicht wirklich, weil ich will den ganzen Krempel mit PV-Strom betreiben und nicht mit Netzstrom. Nichtsdestotrotz ist jetzt bei der EB3A da ein normales Kaltgerätekabel. Das heißt, wenn ihr das sind die ganz normalen Stecker, die ihr habt am PC. Computerkabel. Ne? Könnt ihr abziehen, könnt ihr das Ding aufladen. Jetzt ist da das Ladegerät drin. Super. Jetzt wissen wir auch, warum das Teil fast genauso groß ist wie die EB55, aber halt eben den kleineren Speicher hat. Ja, logisch, weil das Netzteil integriert ist. Ich hätte es nicht gebraucht, ich verstehe aber Pluetti, warum sie das tun, weil einfach der Markt das verlangt. Wenn der Markt das verlangt, dann ist meine Meinung natürlich wurscht. Ich finde es halt einfach nur schade, wäre das Netzteil ausgegliedert gewesen, hätte ich es vielleicht auch sogar weglassen können. Hätten sie mich fragen können, hast du vielleicht schon eins? Sag ich, jo, habe ich schon eins. Und dann hätte man halt den Speicher größer machen können, oder? Ja, wäre so meine Idee gewesen. Das nächste, was extrem auffällt, wo du wirklich aber siehst, also das eine war eine Marktsache, da haben sie sich an den Markt angepasst. Das ist in Ordnung so, das ist auch okay. Das nächste, was ist das Display. Oh, das Display ist so toll. Bei der EB55 hast du das Display in 20er Schritten, 20% Anzeigen. Ja, bist du jetzt bei 15%, bei 12%? Wo stehen wir denn jetzt? Das hast du leider so genau nicht gesehen. Wenn ihr eure Powerstation länger benutzt, dann kriegt ihr sowieso ein Gefühl dafür. Das ist ganz gut so. Und bei der EB3A haben wir jetzt einzelne Prozentschritte. Und er versucht sogar zu kalkulieren bei der Entnahme oder bei der Ladung, die zurzeit gemacht wird, wie lang dauert es denn, bis das Ding voll ist, beziehungsweise wie lang dauert es, bis das Ding leer ist. Das ist definitiv ein super Evolutionsschritt. Definitiv. Was ein bisschen positiv und negativ ist, ist die Lampe. Die Lampe ist jetzt vorn. Und die Lampe ist, wenn du es das erste Mal einschaltest, ich meine, wie machst du es denn? Du suchst den Knopf und wirst geblendet. Weil ja der Knopf an derselben Stelle ist. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Allerdings, was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass die Lampe genau die Position einnimmt, die ihr zusteht, nämlich eine sehr kleine, bescheidene oben in der Ecke und nicht so ein Riesending wie der EB55 hinten dran.
Ist einfach so. Die Lampe, nein, das Ding ist leicht. Du kannst damit gerade noch so wie Nachtwächter durch die Gegend marschieren, ja. Aber die Lampe bei solchen größeren Powerstationen, ich weiß es nicht. Ist es in Ordnung? Was definitiv eine Riesenverbesserung ist, das sind diese Knöpfe. Wenn man da länger drauf bleibt, hat man ja hier in dem Knopf so ein kleines, ihr werdet das kaum sehen. Grün. Wenn man jetzt diesen gegen diesen nimmt, sind zwei Unterschiede. Der Button ist viel größer und die LED drin ist viel größer. Man erkennt es jetzt endlich, ob es an ist oder nicht. Der war hier so klein gewählt, dass es im Prinzip eigentlich blöd ist. Jetzt ist es groß. Die Abdeckung bei dem Kfz-Steckerli, das ist immer noch das gleiche. Das ist gut, das ist schön, das reicht doch aus. Was total cool ist, ist, dass man jetzt einfach diesen DC-Bereich, sprich alles, was Gleichspannung ist, nämlich 12 Volt Zigarettenanzünder und USB, als ein Ding gemacht hat. Schaltest es ein, passt schon. Das hat man hier noch nicht. Hier hat man die USBs und das getrennt. Das ist überflüssig und das ist auch okay. Das ist auch ein evolutionärer Schritt, der super ist. Doch, den finde ich gut, den finde ich super. Das nächste, wir haben hier einen USB-C und viermal USB und hier haben wir zweimal USB und einmal USB-C. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Drei USB-Anschlüsse reichen vollkommen aus, aufs Notwendigste reduziert. Passt schon. Das ist genauso ein sinnvoller Schritt in die richtige Richtung. Doch, ist es wirklich. Da haben wir hier diesen Schuko-Anschluss. Das ist nur einer. Hier sind es zwei. Klar, hier haben wir 500 Wattstunden, hier haben wir nur 288 Wattstunden. Was genau willst du da anstecken, dass du diesen relativ kleinen Speicher dann sofort leer nuddelst? Das ist ja Quatsch. Also im Prinzip auch hier die richtige Entscheidung. Größere Varianten müssten dann natürlich definitiv einen zweiten Schuko haben. Ganz, ganz positiv herauszustellen ist jetzt eine Sache. Nämlich, wer die Videoreihe von mir kennt zu Powerstationen, hat das vielleicht gesehen. Die EB55 hatte so ein Phänomen. Wenn man diese Powerstation überfordert hat und hat da statt den maximalen 700 Watt irgendwas angesteckt, was über 700 Watt war, dann hat die Powerstation als Gesamtes in einen Fehlermodus geschalten. Der Akku geht nicht kaputt, aber die Powerstation weiß auf einmal nicht mehr, wie weit ist denn der Akku geladen und schaltet in den Fehlermodus. Dann hat man Folgendes gemacht. Man hat das Netzteil angesteckt, hat das Ding vollgeladen. Wenn das Ding voll war, war wieder alles in Ordnung. Schön. Bei der EB3A haben sie jetzt Folgendes gemacht. Du steckst das Ding an, das Ding geht in Fehlermodus, du schaltest den Schuko-Stecker aus, schaltest ihn wieder an, geht wieder. Perfekt. Das heißt, die EB3A scheint auch hier nicht in den Fehlermodus zu gehen, wie es die EB55 getan hat. Da musste man ja die ganze Powerstation neu laden, weil er nicht mehr wusste, wo sein Akkustand war. Das scheinen sie hier gelöst zu haben. Wahnsinn! Klick, klack. Fehler. Seht ihr das? Das ist das Problem. Ja, super, perfekt. Das ist doch perfekt. So soll es doch sein. Das haben sie also auch gelöst. Wahnsinn, das. Also, Bluetti? Finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. Das gefällt mir wirklich gut. Das nenne ich wirklich eine Weiterentwicklung, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Das war vorher blöd. Man konnte damit leben, wenn man die Videoreihe verfolgt. Und dann kommt man damit klar. Das ist jetzt nichts, was dir das Genick bricht. Aber du weißt halt eben hier an der Stelle, was du machen kannst. Seht's mir bitte nach. Ich habe jetzt diesen induktiven Lader nur halbherzig ausgetestet. Nämlich das Handy, was ich dafür habe, draufgelegt und habe es nicht wirklich hinbekommen. Ich brauche es nicht wirklich. Es ist wirklich so ein Käse. Aber eine Sache, die ich nochmal hervorheben will, ist dieser Griff. Dieser Griff klickst nämlich jetzt ein. Ja? Früher bei der EB55, da ist dieses Einklicksen hier ganz, ganz geschmeidig. Es hält auch, aber hier klickst das jetzt richtig ein. Man hat richtig Probleme, das rauszukriegen. Das ist gut. Ich hätte allerdings mir gewünscht, dass der Griff oben dann auch so ist. Aber das ist er nicht. Da nuddelt er rum. Aber wenn ich das Ding tragen will, will ich es ja tragen. Wir haben die Geschichte mit dem Schuko-Stecker abgesichert mittlerweile, dass der Fehler nicht mehr passiert. Wir haben die Einzelprozentanzeige. Wir haben eine kleinere Lampe, weil kein Mensch diese Lampe wirklich braucht. Wir haben einen DC-Ausgang, der einfach nur komplett angesteckt ist. Wir haben die großen Buttons,
die besser zu drücken sind mit der besseren LED-Anzeige, beziehungsweise diese LED, die hier leuchtet, die mir jetzt tatsächlich auch bei schlechtem Licht einfach nur klar signalisiert, ich bin an. Und wenn ich das jetzt in Summe zusammennehme, muss ich sagen, Bluetti hat hier so viel richtig gemacht und konsequent weiterentwickelt, dass ich sage, ja, die EB55 ist dann jetzt einfach, würde ich mir dann in einer überholten Version vielleicht holen. Wer es ein bisschen größer braucht, würde ich sagen die EB70. Aber wenn ich Bluetti wäre, ich würde die EB3A, so wie sie jetzt da steht, auf den Markt schmeißen. Und dann als nächsten Schritt die EB70 oder 7A, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich es einfach sagen. Würde ich nehmen, das wären für mich so, entweder braucht man einfach nur einen kleinen Speicher und einen relativ großen Speicher. Und zusammen mit diesen sinnvollen Erweiterung würde ich mir die EB55 jetzt, Stand heute, nicht mehr kaufen. Weil tatsächlich das wirklich Punkte sind, die mich wirklich überzeugen. Design ist gleich geblieben. Also, habe ich jetzt wahrscheinlich schon irgendwo mal eingeblendet. Wir haben das Bluetti-Logo, wir haben die ganzen Geschichten. Na, wichtig, auch die EB3A lässt sich mit einem 200-Watt-Panel laden, genau wie die EB55. Es gibt sogar, wenn man hier an den Stecker was ansteckt, gibt es 3 Lademodi, aber das geht wohl nur über die App zu aktivieren. Eco, das ist halt langsames Laden, damit der Lüfter nicht angeht. Also wenn ihr da keine Geräuschbelästigung haben wollt oder wenn es irgendwo heimlich aufladet. Dann normal. Und dann gibt es den Power-Modus und das sagt die App aber gleich, Achtung hier, nicht permanent benutzen, das geht auf die Lebenszeit vom Akku. Also wenn du in unteren Spannungsbereich bist, musst du langsamer laden, weil die Zellchemie noch nicht so weit ist. Und wenn du im höheren Ladebereich bist, musst du auch wieder langsam laden, weil die Zellchemie sonst überfordert wird. Das kann man ausdehnen, dann kannst du diese Bereiche länger schnell laden, aber damit muss man eben aufpassen, das ist echt Stress für die Zellen, ja. Und das Lüftergeräusch, was da produziert wird, ist jetzt aber nicht wirklich schlimm. Da muss ich sagen, nochmal ein Pluspunkt für die EB3A, wobei das hätte man auch ins Netzteil integrieren können. Das war blöd laut und das ist wirklich angenehm leise. Wo wir bei Evolution sind, bei der EB55 habe ich diesen runden Stecker, diesen da, den habe ich zum Aufladen am Netzteil und diesen Stecker hier habe ich für die PV-Module. Jetzt haben wir ja den Kaltgerätestecker zum Aufladen am Netzteil und für die PV haben Sie jetzt den runden Stecker. Und das ist sinnigerweise genau der runde Stecker, der das vorher war für das Laden von dem Netzteil. Also es hat sich sozusagen, die haben eine Hochrade gemacht. Warum auch immer, sei es drum. Wichtig ist, dass dieser Stecker, wenn man den im Netz kauft, ich weiß auch nicht, warum die dieses Bömmel dran haben, wenn man diesen Stecker im Netz kauft, dann gibt es den mit bestimmten Adaptern dazu. Das heißt, wenn sich das jetzt durchsetzt, dann kann ich mir im Netz einfach so einen ganz normalen MC4 auf das Ding hier mit den Adaptern dabei bestellen und habe sozusagen gleich eine Möglichkeit, die Powerstation von Bekannten mit anzustecken. Das fände ich eine gute Entwicklung, wenn sie jetzt endlich dabei bleiben. Also dann, liebe Bluetti-Leute, bleibt halt einfach jetzt bei dem Stecker und über das integrierte Wurscht. Vielleicht noch positiv zu erwähnen, wobei ich den Fehler noch nicht produziert habe, es gibt hier eine Sicherung und da ist ein Stecker, ihr hört das vielleicht, 250 Volt, 10 Ampere und offensichtlich wird da die Sicherung ausgelöst, wenn irgendwas überschritten wird. Ich habe jetzt die Sicherung einfach noch nicht ausgelöst. Was ich gemacht habe, ist im normalen Spannungsbereich hier mal aufzuladen und diesen Power-Modus zu benutzen. Ich bin aber jetzt gerade von 55 auf 68% gegangen und das ändert einfach nichts an der Situation. Er lädt dann mit 150 Watt. Wie gesagt, oberer und unterer Spannungsbereich, da kann man was machen. Da wird er wahrscheinlich auf Maximum gewesen sein. Wie auch immer. Da habe ich keinen Unterschied feststellen können. Bluetti. Einloggen. Bluetooth. Zustimmen.
54%, jawohl. Okay, das ist DC. Ah, das hört man sogar. Moment. Ich bin direkt neben der Station. Na, hier ist du da. Genau. Müssen wir jetzt genau hinhören? Na, sowas. Möchten Sie das Gerät ausschalten? Kriege ich es dann wieder an? Hier oben kann man noch was machen. Eco-Modus aus. Hier wäre eine Infotaste ganz recht gut. Aha. Das ist aber wirklich cool. Das brauchen wir nicht. Jetzt ist bei mir die LED ausgegangen. Bleib an. Lademodus, Standardmodus, Schnelllademodus, Ruhemodus. Das würde ich allerdings nicht machen, weil da wird die Batterie ganz schön hochgeknallt. Das sagen sie auch hier mit dem roten Hinweis. Das wird natürlich die Zellen maximal fordern und das geht auf die Lebenserwartung. Das machen wir nicht. Was haben wir denn noch? Ruhemodus. Reduziert das Lüftergeräusch. Ach, das ist aber schön. Das heißt, wenn man Zeit hat, kann man das also machen. Und der Standardmodus, den haben wir ja schon. Müssen wir mal umschalten. Achso, da fragt er uns gar nicht. Okay. Wie kommen wir aus dem Menü wieder raus? Viel mehr kann man mit der App also gar nicht machen. Photovoltaik, Stromnetz, hier kann man also live zuschauen. Also, das sehe ich ja auch übers Display, was da reinkommt. Das ist jetzt keine schlechte App. Was ich schon mal gut finde, ich habe mich schon gegruselt, dass man hier eventuell sich als allererstes wirklich anmelden muss. Aber das ist zum Glück nicht so. Ich kann einfach auf Bluetooth gehen, logge mich auf das Gerät ein. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil ich hier natürlich auch nicht dafür sorgen kann, dass jemand mein Gerät nicht übernimmt. Also eigentlich wäre es jetzt schön, wenn ich hier irgendwie sagen könnte, ich gebe ein Passwort ein oder so. Wahrscheinlich muss ich mich dafür wirklich anmelden, aber das können wir ja in einem Folgevideo mal noch besprechen. Auf jeden Fall gefällt mir das eigentlich bis hierhin ganz gut. Ich brauche es nicht wirklich, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich finde das Schnickschnack. Da kann ich auch auf den Knopf drücken, um zu gucken, wie hoch die Ladung ist. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin im Auto, ich will irgendwie, keine Ahnung, die Kühlung einschalten oder irgendwas, gehe hier auf DC, schalte das ein, dann ist es ganz nett und es macht am Bildschirm, also vorne auch diese LED an. Das finde ich ganz nett. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier das manuell einschalte? Ah, das checkt er auch. Sehr schön. Ich mache das jetzt mal hier. Okay, das merkt er also auch. Okay, mit Licht. Wie ist das mit Licht? Licht nicht wirklich. Okay. Für Licht, also Licht gibt es hier auch keine Anzeige, es gibt aber auch keine Möglichkeit, das zu machen. Nein. Also Licht ist nur da einstellbar. Na gut, das ist ja auch vollkommen. Ist ja auch vollkommen wurscht. Ich bin ja eh kein großer Fan von dem Licht. Gut. Okay, ganz zum Schluss natürlich wieder der Hinweis. Ist mir gestellt worden von Bluetti, deswegen ganz klar habe ich unten die Links natürlich auch in der Videobeschreibung gemacht. Das ist der Deal. Und wer darüber etwas bestellen will, der unterstützt natürlich den Kanal. Freut mich natürlich immer sehr. Es freut mich natürlich auch, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Abo da lasst. Ist ja klar, sagt ja jeder mittlerweile. Das soll jetzt bis hierhin gewesen sein. Wenn ich was vergessen habe und wenn ihr noch Ideen habt für nächstes Video, weil ich will ja dem Ding noch ein bisschen was rumprobieren. Die EW55 hat ja nur schon einige Videos hinter sich. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann schreibe ich mir das auf und dann quälen wir das Ding irgendwann mal. Dann habt ihr auch die Info, ob es das alles noch aushält. Im Moment habe ich zu wenig Licht, um eben mit den Panels das Ding mal richtig schön zu quälen. Aber das kommt noch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.